Mal, wir haben unheimlich einen Größenunterschied. Ja, das aber eben auch in der Hose. Roger, Satellitenbild kommt in einer Minute. Over. Okay, Männer, wir sind wieder online. Zwei Typen, eine Blu-ray. Schönen guten Tag. Das ist unser neues Format. Zwei Typen, eine Blu-ray. Ja. Weil, ganz offensichtlich, zwei Typen, eine Blu-ray in diesem Körperchen hier. Jeden Tag. Jeden Tag im Juni wird um 9 Uhr ein Video online kommen. Der Juni hat 30 Tage und jeder von uns hat 15 Filme ausgesucht. Dann habt ihr 24 Stunden Zeit, die jeweilige Frage dazu zu beantworten. Das sind oft so vergessene Perlen und oft vielleicht Filme, die gar nicht so bekannt sind, aber da sind auch viele Klassiker und viele Blockbuster dabei. Und dann wird am Folgetage euch Bescheid gegeben, ob ihr gewonnen habt. Und das ist jeden Tag das Gleiche. Und die möchten wir einfach an euch weitergeben. Und an den Mann und an die Frau wollen wir die bringen. Und damit das alles noch ein bisschen besser funktioniert, ist es so, dass wir den eigenen Spot für uns beanspruchen. Nicht? Das heißt also, der redet, steht hier. Der nicht redet, präsentiert das mal. Steht weiter hinten. So. Wie im echten Leben, nicht? Von oben wird nach unten getreten. Und so. Nach oben wird gebuckelt. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir gleich mal los mit der ersten Ausgabe von Zwei Typen, eine Blu-ray. Ich mach mal die Schatulle auf. Zeig mir doch mal, was ich heute bewerbe. Schauen wir doch mal, was im Homeshopping hier heute da ist. Oh, oh. Bitteschön. Der Prinz aus Zamunda. Vielen Dank für den Spot. Sehr gerne. Das ist ein Knaller. Das ist ein Knaller. Da kann man eigentlich, braucht man gar nicht viel mehr zu sagen. Fertig, dann komme ich gleich wieder nach vorne. Nee, bleib mal richtig. Erzähl ruhig. Ein königlicher Spaß steht hinten drauf und das ist es auch. Eddie Murphy finde ich einer seiner witzigsten Rollen, neben die Glücksritter. Er ist nicht so ein König, ne? Ja. Hat so einen afrikanischen Staat. Ist so Prinz, ein Prinz, Prinz ist er, natürlich Prinz aus Zamunda. So, und dann kommt er nach Queens, weil er halt seine Frau suchen will. Er will halt eine Freundin haben, nicht? Wie jeder mal. So, und das halt ohne Gewalt. Und deswegen geht er nach New York und wohnt in Queens und gibt sich so als Migrant aus mit seinem Diener, der auch ein Knaller ist. Ja. So, und dann gibt es eine der besten Szenen. Er stellt sich auf den Balkon und sagt, guten Morgen, meine lieben Nachbarn. Und dann kommt von unten, fick dich! Und dann, ja, fick du dich auch! Das ist super lustig. Also ich finde den echt gut. Aber ich finde es gut, dass du die lustige Szene jetzt schon mal nachhast. Genau, der Rest ist halt drillig, der ist dröge. Der ist dröge, der Smith braucht man nicht. Nein, der ist wirklich gut, wer ihn nicht kennt. Muss ihn sehen. Er ist zwar alt, aber immer noch zeitlos, würde ich sagen. Das würde ich sagen. Zeitlose Comedy. Und um diese schöne Blu-ray zu gewinnen, was müsst ihr machen? Ihr schreibt einfach in die Comments, welche Rolle von Eddie Murphy ihr am besten fandet. Das kann natürlich auch ein Stand-Up-Programm von dem Kollegen sein. Ja, der macht ja viel Stand-Up. Der hat ein paar gute Sachen gemacht. So, und das Ganze, dafür habt ihr bis morgen um 9 Uhr Zeit und dann werden wir euch benachrichtigen, ob ihr gewonnen habt. So lange packen wir das schöne Ding mal weg, würde ich sagen. Komm mal hier rein, das ist vom Notar, glaube ich, das ist luftdicht versiegelt und erst morgen um 9 Uhr wird das wieder rausgeholt. Viel Spaß und Tschüssikowski. Tschüss.